Hey Lul und schön willkommen zu South Park Stab. Nee, nicht Stab der Wahrheit, das ist schon lange her. Fractured Butthole. Von dem Spiel gibt's kein Let's Play, nur so, ne? Also, ich werde dieses Spiel nicht Let's Playen. Was ich aber machen werde, ich habe mir jetzt gerade eben das DLC gekauft, was es da gibt. Eines der vielen, wohlgemerkt. Und das schauen wir uns heute blind an. Das Spiel habe ich, glaube ich, schon zwei oder dreimal durchgespielt an sich schon. Es ist schön, auf jeden Fall. Hat vieles besser gemacht, was der erste Teil nicht so krass gut. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Ja, ich habe auch keinen Untertitel aktiviert, das hat mich irgendwie genervt. Deswegen habe ich nicht hier. So, wenn man sich das DLC kauft, ist da vorne dieser schöne DLC-Busstopp. Und wenn ihr wissen wollt, was hier abgeht, dann schaut euch ein anderes Let's Play an, weil ich werde das nicht machen. Übrigens ist die Qualität nicht so mega Bombe, weil ich nämlich Bildschirmaufnahme machen muss, weil, ja, es liegt mal wieder an OBS. Verdammt nochmal. Na egal. Huch. Da ist noch mehr Zeug. Wir müssen die Spieler. Schaut nicht gleich aus. Das werden wir spielen. From Dusk Till Casablanca. Eine neue Geschichte, in der der Spieler sich mit dem Kuhn und Mysterion zusammentut und eine dämonische Präsenz in Casablanca zu bekämpfen. Und das hier. Eine neue Geschichte für die Superheldenklasse ein. Okay, das hört sich interessant an. Dass sie da auch neue Geschichten mit einbringen. Na egal, das machen wir. Yep. DLC. Dulu. Also Downtown. Scheiße. Moin! Servus, was geht? Ach ja, epische Artefakte, DNA, Kostüme, Rezepte und andere ausgesuchte Gene sind in Form verdient worden, werden auf alle vorherigen und zukünftigen Spielstände angewandt. Okay. Dein Team hat sich verändert. Mysterio, oh, die sind weg. Ich habe meine Teammitglieder. Warum habe ich K. Egal. Okay, es leckt auch ein bisschen, das liegt an der Bildschirmaufnahme. Casa Bonita. Eine mega geile Folge war das. Okay, schauen wir uns hier mal um. Hoppla. Das ist das beste Restaurant auf der Welt. Kommen wir bald wieder? Klar, diese Klippenspringer waren echt was, oder? Ich will mehr Sopapillas. Okay, ich check kurz mal den Sound. Wartet mal. Okay, ich habe jetzt im Allgemeinen den Sound ein bisschen höher gestellt und habe auch allgemein ein paar Veränderungen gemacht. Ich glaube, ich sollte den Untertitel Hey, hier drüben! Ah, da oben ist er, ja. Mysterion. Servus. Auf dich ist Verlass. Die Vamps haben meine Schwester entführt und hierher gebracht. Wer weiß, was die mit dir anstellen. Bist du bereit? Ja, ich rede nicht. Wir müssen sie aufhalten. Manche glauben nicht an Vampire, aber es gibt sie wirklich. Ich weiß, South Park hat andere Probleme, aber ich muss meine Schwester beschützen. Auf dem Weg, Sterbliche. Casa Bonita wartet. Bevor wir reingehen, muss ich sehen, dass du klarkommst. Mach sie fertig, dann weiß ich, dass du bereit bist. Muss ich jetzt gegen... Ey, die Musik ist geil. Okay. Kämpfen wir gegen Vampire. Das einzige Mittel gegen die Nacht ist noch dunklere, nicht schwule Nacht. Deine Superkräfte allein reichen nicht. Du musst lernen, die Mächte der Unterwelt zu beherrschen, um diese Kreaturen zu besiegen. Lol, was? Irgendwie wird das nichts. Ah, jetzt kommt was. Komm! Alter, mach hinne hier! Bin ich jetzt hier vollkommen... Ah, jetzt. Ich bin übelst hässlich. Was bin ich? Klasse, Dämonenkind freigeschaltet. Boah. Geile Sache. Regeneration. Als Dämonenkind stehen dir einige düstere Moves zur Verfügung. Ah, es ist ein Tutorial für die neue Dings, okay. Schnapp dir einen mit dem Geistergriff und dann schau gut hin. Und wen? Irgendwie auf alle geht das, oder? Ach, warte, ich spiele mit der... Nein, ich spiele nicht mit der Maus. Geht das für alle? Okay. Lol, das sieht... Einen? Das hat alle angegriffen. Er springt auf alle Gegner in der Nähe über. Cool, oder? Ja, nicht schlecht. Ich kriege dich. Wow, 300? Haha, ich hab Flügel. Hier komme ich.
Ich. Los, mach ihn fertig! Mit der Seelenschlitzer-Attacke stößt du eine ganze Gruppe zurück. Okay, ich war jetzt mal gerade zu feiern und hab nochmal den Sound gecheckt. Ja, die Qualität ist scheiße, bla bla, nervt mich nicht. Müsst ihr ja nicht gucken. So, Seelenschlitzer haben wir hier. Gegner, aha, hört sich doch geil an. Die Arschte. Boah, ich bin da tot. Du bist nur neidisch auf meine dunkle Macht. Ha! Wer dir dunkle Macht, Bert? Das ist so schwul. Ich hab nicht. Ja. Ärger doch einfach jemanden aus deiner eigenen doofen Subkultur. Verschwindet, Sterbliche. Die haben mich umzingelt. Was machst du? Ihr werdet nicht bereuen, euch mit Vampiren an... Deine dritte Kraft variiert, je nachdem, ob sie Freund oder Feind trifft. Oh, was? Aha. Also man macht entweder Schaden oder heilt mich. Wie heißt das? Düsterschleier. Wissen Sie, oder einen Freund. Oder verfluche einen Gegner. Ja, was soll ich machen? Soll ich mich heilen? Wie viel HP habe ich? Es geht eigentlich noch. Ich kann angreifen. Aber wen? Die. Na gut, Düsterschleier kann trotzdem deinen Arsch retten oder einem Bergseher wehtun. Yep. Du hast keine Chance. Apropos wehtun. Zeig keine Schwäche. Apropos wehtun. Alter, mach keine Meine Scheiße. Waffen richten nicht aus. Wiederbelebung? Zeit für Wut. Dein Ultimate, Wunderarsch. Ultimate? Okay. Halte unheilige Kräfte, okay. Also die neuen Animationen, die sie gibt. Kind wird zum Tod, buchstäblich. Die sind der Oberhammer. Meine Angriffe sind verstärkt worden. Hell yeah. Warum habe ich mich nicht geheilt? Bin ich eigentlich blöd? Sehr gut, wunderbar. Spür die Dunkelheit in dir. Kann ich nochmal? Nein. Alter. Nein! Ich will meinen Zeitwurz! Ich kann meinen Zeitwurz... Scheiße, peinlich. So verlässt du uns nicht. Warte, was? Los, von der Arsch! Ich hab Wiederbelebung obendrein. Okay. Hä? Ich bin ein Kind der Nacht. Warum hab ich nicht angreifen können? Mach von der Arsch lieber nicht wütend. Ich bin wütend, weil ich nicht angreifen konnte. Mach die kleine... Sehr das gut. War unausweichlich. Ich hab Wiederbelebung. Wurde ich einfach nur wiederbelebt, weil ich verkackt habe. Was? Vampirismusel. Achso, Vampiris. Ah, egal. Das ist ein schweres Wort. Okay, läuft doch. Mysterion ist trotzdem mit dabei, auch wenn er gar nicht mitgekämpft hat. Ich muss die ganze Scheiße. Okay, Wunderarsch, du bist bereit. Gehen wir rein und suchen Karen. Ich bin offenbar nicht bereit. Wen habe ich? Ich habe nur Mysterion oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Aber das DLC gefällt mir. Ich hoffe, das spiele ich am Stück durch. Die Dämonenkirche-Klasse kann jetzt in allen Speicherständen benutzt werden. Das ist ja voll toll. Ich rede mal mit den Junior. Nicht alle Vampire sind böse. Manche sind sehr nette Menschen. Der Satz macht keinen Sinn, okay. Kann ich mit irgendeinem... Ihr legt eine ganz schöne Show hin. Ja. Wir sind fast drin. Casa Bonita. Wow. Ich kam wegen der Faritas, aber ich bleib für den Affen. Okay, geh mal rein. Geh mal rein. Drängeln wir uns vor. Ich such nach Karen! Ja, die werden die doch wohl. Checks? Die werden die doch wohl nicht hier einfach so irgendwo also, versteckt haben. Mal sehen. Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau nochmal. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Okay. Nehmen Sie Checks? Warte mal, wie kann ich nochmal hier. Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Oh, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Na egal. Geh mal durch hier. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau nochmal. Ist Mysterion. Moin. Sorry, jeder Besucher über 2 Jahre muss einen Essensgutschein kaufen. Nur dann erlebst du die Magie von Casa Bonita. Über 2? Ganz recht. Mit einem Ticket für nur $17 kriegst du authentisches mexikanisches Essen, todesmutige Klippenspringer, Blackbarts Höhle und noch viel mehr. Wow, das klingt großartig. Komm einfach zurück, wenn du so ein Ticket hast und all das gehört dir. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Lass dir was einfallen. Karen hat nicht mehr viel Zeit.
Wo willst du das wissen? Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Stell dich hinten an. Speak, ja. Nehmen Sie Schecks? So viel Geld habe ich nicht. Wir müssen anders reinkommen. Wenn du es mir auslegst, werde ich es dir vermutlich nie zurückzahlen. Ich wollte doch den Scheck... Ach, egal, leck mich. Du musst dich da irgendwie reinfurzen können. Also, mal sehen. Ich hab vergessen, wie die ganzen Techniken gehen, weil ich blöd bin. Okay, das Zeug drin. Popcorn. Oh, ich muss mal rausfinden, die Technik geht nicht. Oder... Wahnsinn. Diese armen Irren wissen nicht mal, dass Vampire unter ihnen sind. Wir müssen sie endgültig aufhalten. Da, Vampire. Liebe Mitvampire, wir haben uns hier versammelt in dieser Stunde der Finsternis. Versammelt, um meinen Geburtstag zu feiern. The Vamp Kids. Voll geil. Also, laben wir uns am Blut eines alkoholfreien Erdbeer-Daikiris. Ich will ein. Da ist Karen. Oh nein, ihre Haare und ihre Kleidung. Die Verwandlung ist schon im Gange. Los, bevor es zu spät ist. Das ist geil. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Ja, Lady, meinetwegen. So viel Geld habe ich nicht. Wir müssen anders reinkommen. Alter, ich muss jetzt hier echt kurz mal in Hilfe reingucken. Erkunden, Kampf, Menü, Kontrolle. Nein, obwohl Kontrolle kann ich auch nachschauen. Ja, was ist das denn? Ich spiele mit Tastatur. Erkunden. Oh Gott, soll ich das rausschneiden? Ja, ich könnte es ja vorspulen. Mache ich da unten halt eben einfach Furzkur. Nein, ich... Grundlegende Interaktionen. Nein. Obwohl, warte. G. Ist es G? G. Okay, warte. Da war was. G. Also, mal sehen. Wow, G ist Punch. Ist nicht. F ist... Kann hier nicht weg. Keinen kommen. Q ist nix. Nehmen Sie Checks. Oh, Y ist... Oh, Foto. Ich hab den X ist gar nichts. C auch nicht. Das hier ist... XB, also, M, N. Mal sehen. Also, nein, M ist Map. Ist da, aber da bin ich ja jetzt gerade eben nicht drauf. Nein, mit R. Ah, genau, genau, genau. Hier. Okay. Ups. Nehmen Sie Checks. Aber mit denen kann ich ein Selfie machen. Hier. Oh. Aufhören. Also, schlüpfriges Kerlchen. Nehmen Sie Checks. Du brauchst ein Essensticket wie dieses hier. Oh, ich hab den Gutschein hier. Oh, die Alte regt mich so auf gerade eben. Essensgutschein. Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Lady. Irgendwo. Ja, holt euch ein Ticket fürs All-You-Can-Eat Deluxe-Menü. Gebe ich ja dem das Geld aus. Ich hab das Geld ja. Sogar. Oh, du hast ein Essensticket hereinspaziert. Gut gemacht. Komm. Also, mal sehen. Ich meine, nein, ich hab das Geld ja. Warum da nicht? Da ist Karen. Los. Wo ist sie? Hey, Wunderarsch. Hier. LOL, er ist im Ge... Achso, ja, genau, das ist ja nur so eine Sache, ne? Da ist er, da drüben geht's zu den Vampiren, aber ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Da ist Henrietta, die Olive. Fotze, wir sind hier in South Park, ich kann solche Wörter sagen. Ha! Cool, was machst du da drin? Ich hab den Vampirbefall hier in Casa Bonita untersucht. Aber dann hat man mich erwischt. Du musst mir helfen, mach ein Bild von mir, wie ich im Gefängnis bin und stell's auf Instagram. Du bist das Arschloch! Fick dich, Arschloch! Mach schon, ich gehe nicht ohne mein Erinnerungsfoto. Der verarscht mich doch, oder? Bring die Kamera in Position für Erinnerungsfotos. Gut so, Wunderarsch. Ja, jetzt komm her. Na gut. Hol dich raus. Ich spiel mit. Ja, hier. Angel, das wird auf Instagram großartig aussehen. Danke, Wunderarsch. Ich weiß, du bist auch hier, um die Vampkids aufzuhalten. Und ich werde dir helfen, so gut ich kann. Jetzt habe ich Cartman auf meiner Seite. Okay, es gibt offenbar drei Begleiter hier. Karl, oder, ja, Kuhn halt eben. Okay, der ist eigentlich relativ OP. Oh, wen haben wir denn da? Alter, ich bin Human Kite. Ich bin undercover. Aber wenn du mich brauchst, tue ich, was ich kann. Ich kam in dieses Universum, um mit meinen Verwandten zu speisen. Aber von Mexikanisch kriege ich Sodbrennen. Deshalb esse ich nur Salat. Der ist so geil eigentlich. Sopapillas! Holt euch fantastische Sopapillas! Sopapillas? Was ist denn das? Gegenstand. Ein Inventar. Ist das Heilung oder sowas? Da, hier ist Papier. Halt und verlangsamt ein Team... Was? Verlangsamt ein... Fühlt die... Verlangsamt? Das ist ja übel, scheiße. Aber hat dafür ziemlich gute, positive Effekte. Leute, wisst ihr, was mir gerade eben auffällt? Ich kann auch einfach Fullscreen machen.
viel besser. Okay, ich sehe auch die Taskleiste nicht mehr. Aber was ist das geil? Blackbeards Höhle. Videogame wieder. Oh, was ist mit dem da los? Moin. Ich will Blackbeards Höhle sehen, aber sie ist geschlossen. Sorry, die Blackbeard Höhle ist vorübergehend geschlossen. Ein Kurzvorfall. Okay, also hier ist nicht wirklich viel. Moin. Ich will in die Spielhalle. Na gut, okay. Helfen wir mal hier Mysterion. Oder warte, da ist noch so eine kleine Kiste. Oh Gott, da sind sie. Es gibt bestimmt einen Epic Boss Battle. Wenn Karen zu so einem Vampirspast wird, verzeih ich mir das nie. Ich wünschte, ich hätte mehr Münzen für den Wunschbrunnen. Okay. Moin, Leute. Sind wohl auch die letzten Vamp-Kids da. Lasst uns anfangen. Kids, bereit für die beste Geburtstagsparty aller Zeiten? Wir haben tolle Überraschungen. Das wird so cool, ihr werdet es lieben. Hat da einer Rede gesagt? Okay. Oh Mann. Ich bin zwar ein Polizist und Mikes Stiefvater, aber meine Leidenschaft ist Comedy. Wer will einen Witz hören? Geht James Lutz auf ein Date mit einer Frau in seinem Alter? Lustig, nicht? Das war die Pointe. Okay, wer will Erdbeer-Daiquiris? Weg von dem Mädchen! Ich rette dich, Karen. Ich lasse dich nicht zu einer von denen werden. Hey, wir wollen nur ihre Freunde sein. Gut, ich versohle euch nur schnell den Arsch. Yes! Besiege die Vampire, na dann. Let's do this, Kämpfe! Vampkids, vernichtet sie! Sie entkommen! Erst sterben wir uns an eurer Lebenskraft. Dann gibt's Kuchen. Ich bin hier, um Vampire zu killen und zur Papier zu essen. Ich werde beides tun. Ja, kill mir die. Ja. Oh, wir haben doch alle Spaß. Haut doch etwas sanft dazu, ja? Nein! Das ist Kanisterkill, das ahne ich. Das ahne ich. Ja, da greife ich damit an. War das Rückstoß? Mit Rückstoß? Das läuft genau wie geplant. Okay, jetzt sind die. Die Party ist morgen das Thema auf dem Pausenhof, was? Oh ja. Den konnte ich ja bis hier spüren. Was? Die heilt sich? Oh, Telefon! Hat bestimmt wehgetan. Tu Eis drauf. Wir haben doch alle Spaß. Das ist doch jetzt mal eine Party, was? Alter, geht denn keiner ran? Muss ich das machen? Alter, das ist die größte Fail-Aufnahme, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das können wir mal sagen. Ich hasse Motto-Partys. Okay, was kann ich machen? Ich kann den Zuschauern hier und das. Ja, hau mal da mal auf den Maul. Ich bin schön, dass ich den Move vom Spiegel, Mysterion? Dass sie sowas gemacht habe, so eine Mini-Geschichte daran. Schlechte Nachrichten für euch, der Kuhn ist dran. Kuhn, Kuhn. So, die ist weg. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Ausschalt! Was ist? Die Vampirin da drüben. Warum kämpft sie nicht? Zum letzten Mal. Ich bin kein Scheiß-Vamp. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied? Schau uns doch an. Ich rauche eine Zigarette. Wir haben den gleichen Feind, die Vamps. Bekämpfen wir sie gemeinsam. Also gut, aber ich ziehe kein schwules Kostüm an. Wusstest, habe ich Henrietta? Alter, wie geil ist das denn? Okay, was kann die alles? Wie geil! Zigaretten und Feuerschaden bei Konformisten. Satanistische Siegel, vielleicht angesehene Schutz und Reinigung. Also, eine okay, und das hier? Nur von der Siegel. Halt das Ziel und gibt Lebensraum. Also, die hat größtenteils nur Heilfähigkeiten drauf, was mich ein bisschen wundert. Und jetzt sind da noch. Erdbeer-Daiquiri ruft nach mir. Nein, das ist der Tod. Wow, bist du eine Feuerklasse? Eher Satanist. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Ha, die ist voll geil. Okay, das ist irgendwie OP. Ja. Webkids kriegen, was sie verdienen. Na, wohl, so viel Schaden macht das gar nicht. Also OP ist das nicht. Also es ist normal. Diese Nacht wird euer Ende sein. Wehe dir. Die heilen sich alle mit jedem Angriff. Das ist voll behindert. Eins, zwei, drei und nochmal. Genau. Das kam aus der Düsternis.
Henrietta ist voll geil. Oh, jetzt dürfen drei. Jetzt muss ich trinken. Oh, jetzt ist mal vielleicht. Jetzt habe ich meinen Zeitfuß, aber davor nicht, ne? Die Nacht bricht an. Oh, weil ich glaube, ich kriege ein Problem. Unheilige Flammen! Jetzt ist die blaue dran. Das heißt, kann die ihn angreifen? Nein, aber die kann mich töten. Was? Das werde ich zu verhindern, wenn die haben schon gar nicht ohne Schnappe. Hau doch drauf! Ah, die haben diesen HP-Bug gefixt, okay. Das finde ich schön. Lass alle Hoffnung fahren, es ist Kuchenzeit. Ah, ich habe mein Overlimit. Aber ich will Henriettas Overlimit sehen. Davor werde ich lieber ihn nochmal schwächen und ich hoffe, dass der Overlimit dann ein Instakill ist. Hier kommt der Kuhn. Also ein, dass der die alle dann tötet, Instakill ist was anderes. Und der geht dahin und jetzt ist sie dran. Ihr richtig bei der Sache hier. Echt große Klasse. Schwarze Messe. Schattet einen Gegner und heilt Verbündete. Tötet zwar nicht alle, aber macht trotzdem gut Schaden. Okay, was passiert jetzt? Willkommen in der Hölle. Ja, nicht die Theatralisch hast dir echt Mühe gegeben. Wir haben Spaß. Wer lebt denn noch? Ach, der da unten, den habe ich gar nicht gesehen. Das war befriedigend. Mann, sei mal locker. Okay, die haben wir verdroschen. Buch der Teleportation. Wie viele Vampire sich teleportieren? 60 Vampkits. Oh, geil. Was hast du gefunden? Das ist eine Art Medaillon. Vampirrelikt, wichtiger Gegner. Los, Karen ist da drin. Lass mich raten, geht nicht abgesperrt. Auf. Wow, ihr habt eins der Vampirrelikte für die Schnitzeljagd gefunden. Noch drei, dann dürft ihr in den Partyraum. VIP only. Cool, oder? Hab ich mir selbst ausgedacht. Wir haben Spaß. Meine Schwester ist da drin. Können Sie nicht einfach aufsperren? Sorry, auf der Tür liegt ein Schutzzauber der Vampire. Ihr müsst die Schnitzeljagd abschließen, wenn ihr rein wollt. Ach, komm, suchen wir den Rest von den Relikten. Das ist geil. Läufe mit der Henrietta. Okay, konfrontiere die Vamp und rette den. So, nun das weiß ich mal nach den Relikten. Okay. Hier ist aber auch keine Map oder sowas von der ganzen Sache hier. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich bin. Suche den unteren Speisesaal nach dem Relikt. Das ist jetzt wo genau? Moin, du lässt dich aber gut gehen, was? Hilfst du nicht bei der Suche, ne? So kennt man. Jeder Vampir muss weg. Totale Säuberung. So kennt man ihn. Aber warte mal, das hier habe ich nicht öffnen können. Was ist da drin? Ja, okay, wieder so ein Elixier. Was ist hier drin? Zeug. Müssen doch auffallen, diese Relikte. Ich meine, come on. Jemand was gefunden? Nö. Noch nichts. Die Vamps können echt gut Relikte verstecken. Aber da oben. Da oben ist. Ist das nur ein Licht oder ist das ein Relikt? Das ist nur ein Licht. Was ist das? Ist auch einfach nur da. Wie schauen denn diese Teile aus? Guck mal, da liegt was. Also das ist nur ein Kostüm. Na egal. Aber ist da oben was? Kauschen, ja Kauschen, leck mich. Rosinenhochsteckfrisur. Okay, hier ist aber auch nichts. Wie schauen die Teile denn aus? Ich glaube, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen mehr. Also so groß sind die Dinger ja nicht. Könnte sein, dass man die leicht übersehen kann. Ich komme hier wieder rein. Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Oh, die Alte. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau nochmal. Oh, ich hab den. Ach, da liegt was davor, okay. Was habe ich das hier und was kann ich damit machen? Nein.
Das und mal irgendwo nicht. Hingehen. Irgendwo. Warum ist Werbung für Casa Bonita? Okay, ich schau noch mal. Alter, die bringt mich um, ey. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Hier ist ein Puppentheater. Und schauen Sie die beiden an. Also warte, sie die gar nicht kaputt machen. Ha! Nein, das ist da auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Das kann ich ja mit dem, den schicken Sie. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Hey, ich versuche hier zu arbeiten. Ja, das versuche ich auch. Ich suche die Spielhalle. Okay, dann schauen wir uns mal da um. Das ist dann nicht. Irgendwo. Okay, ich kann wieder rein, ohne dass sie mir so ein bescheuertes Ticket holen. Gute Sache, das. Okay, das ist hier jetzt die Spielhalle. Jetzt komme ich da auch rein. Sie sind abgelenkt. Finde raus, ob einer das Vampir-Relikt hat. Ach, ich muss Vampire. Die Vampire! Ganz recht. Die nicht eingeladenen. Schnapp sie! Ich muss Vampire. Ja, werde Zeuge meiner Macht in Impossible Mix Dämonenmodus. Unglaublicher Dämonenmodus. Beeindruckend. Dancing Machine. Ich muss Vampire killen, damit ich das Relikt bekomme. Warte mal, aber vielleicht kann ich ja ein paar von denen. Okay, die haben alle das gleiche Powerlevel wie ich. Dämonenmodus? Nein! Okay, die hat die Hälfte. Oh, scheiße, die ist nah dran. Oh, weia, sind die angepisst. Naja, egal. Ich krieg die sowieso drauf. Und ich habe einen Kampfvorteil. Von daher, mach mal die lieber kalt, als dass ich irgendwelche Rätsel löse. Hey, das sind die Kids, die Party ruinieren wollen. Okay, wie gehe ich am besten vor? Na, irgendwie muss ich ja angreifen. Guter Move von da. Das sind 5 Stück von denen. Das tut schon. Kein Rumgetobe in der Spielhalle. Das kann schon wehtun. Blocken. Und der auch. Oh Gott, das sind solche. Der gehört mir. Also der Schaden von dem wird annulliert. Das heißt, ich kann gerade nichts machen. Außer, dass ich mit. Geh den Platz tausche und ein bisschen weiter nach vorne. Ach, das Schild zerbricht dann. Ich kann echt nicht. Oder halbiert es einfach nur den Schaden. Das kann natürlich auch sein. Okay, warte mal, jetzt kann ich hier gerade nichts machen. Das heißt, kann ich mich aber irgendwie heilen. Ich kann ein Schild mit dazu geben. Ja, bei Karten ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der ist ziemlich weit bei den Gegnern. Opfere mir später einen Nager oder so. Ihr haltet uns nicht auf! Au! Hey, Kackvampire! Ich rieche Blut! Dummer Mensch! Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Du bist das Arschloch. Wenn ich den schlage, dann. Also. Okay, das hat keinen Rückstoß mehr. Auf sie, Wunderarsch. Ja, ich bin dabei. Das greift alle an. Das greift. Die an. Ja, machen wir das mal. Ganz recht, Wunderarsch. Nutze die Wut. Ohne die Nacht gibt's auch keine Sterne. Oh Gott. Alter, die hauen schon richtig auf die Kacke. Einen Vampir verärgert. Reiß dich zusammen. Und nein, offenbar habe ich keinen wiederbeleben. Das war einfach jetzt nur, weil ich verkackt habe tatsächlich. Im Tutorial für die Scheiße hier. Dann kann ich irgendjemanden umbringen? Nein. Aber ich kann ihr genug Schaden machen. Damit sie dann Henrietta umbringen kann. Weil die ist jetzt dran, ne? Ja. Jetzt bin ich mit Ausleben dran. Und ich kann die da hinten umbringen mit dem hier. Das ist geil. Das ist geil. Hey, nicht rauchen in der Spielhalle. Leben ist Leiden. Weicher Arschkind! Oh, gleich bist du fertig. Zweimal besiegt, 3 fehlen noch. Ich habe schlechte Nachrichten zur Unsterblichkeit. Okay, da kann ich nichts machen, da kann ich was machen. Das ist Verteidigungsdrop, dann mache ich das. Los! Und her, Drexfi! Dieses süße Nichts. Versau das nicht, Blödsack. Nein.
Obwohl, ich kann weniger was machen. Ach, scheiße. Ja, dann greife ich trotzdem an. Und zwar wieder damit. Wow, ich bin fast beeindruckt. Fast, nein. Mich dürstet. Die Sprüche, die alle drauf haben, sind so geil. Was aber nicht geil ist, dass sie mir mit einem Angriff ungefähr die Hälfte wegziehen können. Kuhn am Start. Aber damit kann ich ihn umbringen. Perfekt. Ihr spielt ja vielleicht wild. Obwohl, ich habe auch den schwersten Schwierigkeitsgrad an, also darin könnte liegen. Kann ich das nicht kaputt machen? Oh. Nö, kann ich nicht. Es hat einfach nichts gebracht. Das sah schmerzhaft aus. Davon verstehe ich was. Vor allem Brüder, sie sind richtig. Ja, komm, hau mal drauf hier. Bam, bam, bam und bam. Du bist unberechenbar, Mysterio. Aber effektiv. Jetzt bin ich wieder dran. Furzlaut. Ich kann den immer noch nicht umbringen. Verarschen eigentlich. Nicht am Boden, Lümmel. Okay, doch, er ist tot. Jetzt wird's lustig. Zeigt der Schaden auf der HP-Bar einfach nur wirklich an. Wie viel Schaden es macht, sollte es daneben gehen. Und dann noch der extra Schaden wird nicht angezeigt. Okay. Okay, bin ich zufrieden mit. Was macht dieses Vampirismus-Elixier? Na, egal. Wo ist das Relikt? Unerreichbar, Sterblicher, hinter dem Tresen. Und du wirst nie genug Tickets gewinnen. Das werden wir sehen. Du bist doch gut in Videospielen. Gewinn uns genug Tickets für das Relikt. Okay, das ist geil. Das könnte alles deins sein. Ich habe 0 Tickets. Wo ist das Relikt? Vampirrelikt. Ich brauche nur 5? Sieht nicht so schwer aus. Nicht genügend Geld. Am alten Schießstand gibt's ordentlich was zu gewinnen. Vor allem alles in Ordnung, Kids. Wir haben noch Spaß. Gewinnt einfach die Tickets für das Vampirrelikt, ja? So viel Spaß, nicht wahr? Oh Mann, der ist so nervig. Ich wette, der ist der Boss hier oder sowas. Und übrigens, wenn ihr in der Spielhalle seid, schlagt ja nicht meine Highscores, auf keinen Fall, sonst werde ich sauer. Ja, halt, deine Highscore ist sowieso nur 1 bei allen, ne? Ja, wie viel habe ich jetzt von diesen Dingern? 1 war da jetzt drin, ne? Missionsgegenstände, 1, gerade mal. Ne, da unten. Ja, aber 1. Das heißt, ich brauche noch 4. Benutzen. Das muss ich machen, muss ich nur die Ziele. Ja, blöde Flasche. Mann ab. Das ist cool. Okay, das ist schon um. Das kommt vom Rumgefliege. Volltreffer. Achso, die Ziege bringt Minuspunkte. Ja. War das eine Beutelratte gerade? Wer redet da eigentlich? Außerdem ist es logisch, dass ich das Ding hinter den Zaun treffen kann, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie der Wind weht. Okay, es ist vorbei. Habe ich jetzt Sie werden sich meine Ziegen holen. Okay. Habe ich jetzt 2 Tickets oder? Ja, ich habe 2 Tickets bekommen. Okay. 2 brauche ich noch. Okay, ich brauche nur noch 1. Könnte ich das in der Theorie nochmal spielen? Ja, kann ich. Aber ich will viel lieber das hier spielen. Warum darf ich? Hä? Fish Quest. The greatest game of all time. Okay. Antippen. Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Ach, das ist das. Oh, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Das war knapp. Das war nicht knapp. Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Nein, definitiv nicht. Das Allergrößte aller Zeiten. Ah, das ist so ein Infinite-Spiel, ne? Ja,
Flappy Bird halt eben. Das heißt, ich sehe die ganze Zeit so weiter und je besser ich bin, scheiße, umso mehr Tickets kriege ich. So muss das wohl sein. Wie aufregend! Versuch mal eine Minute zu überleben, auch wenn das, glaube ich, nichts wird. Ich bin schlecht in solchen Spielen, aber einfach, weil ich sie nicht mag. Deswegen spiele ich sie. Was ist das? Nee, Sazul kommt. Den gibt's ja auch noch. Oh, das war knapp! Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Normal, nein. Okay, ich bin tot. Aber ich habe die zwei Tickets bekommen. 9999. Okay. Spieltickets. Zwei Tickets habe ich bekommen. Das ist, ich habe 6 und ich kann mir das Relikt holen. Sehr Hast du gut. Tickets? Ich habe Preise. Ich habe auch Tickets. Oh, wow. Ich dachte, das Ding werde ich nie los. Am alten Schießstand gibt's ordentlich was zu gewinnen. Okay, jetzt du suche Black... Hey, du hast doch ein Vampirrelikt gefunden. Macht die Schnitzeljagd nicht Spaß? Viel besser als das Sweet 16 Party bei James Woods, was? Bestimmt. Nein. So, jetzt muss ich irgendwie in die Höhle rein, aber der lässt mich nicht rein. Sorry, die Blackbart-Höhle ist vorübergehend geschlossen. Ein Kotzvorfall. Wie kann ich den dazu bringen, dass... Muss ich den vielleicht punchen? Das ist Darstellermisshandlung, ja? Zwing mich nicht aus der Rolle zu fallen. Das ist Darstellermisshandlung, ja? Zwing mich nicht okay, aus der Rolle zu fallen. Das heißt, ich muss irgendeinen anderen Weg da reinfinden. Aber ich mach kurz mal eine Pause.